Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Diesmal in ungewohnter Pose, denn ich halte gerade das neue Amazon Kindle Fire 7 Zoll HDX-Tablet an meinen Monitor mit dem Amazon Origami-Case oben drüber. Und ich hab's alles gerade versucht, mit Stativen, mit Büchern gestapelt, alles mögliche, und es hält nicht. Deswegen seht ihr hier meinen bezaubernden Arm, der das Gerät gerade irgendwie im rechten Winkel an den Monitor presst. Aber mir geht es natürlich gerade nur darum, mal die Frontkamera zu testen. 1,2 Megapixel nimmt in 720p HD Ready auf. Und wie ist dabei die Audioaufnahmequalität? Wie sind die Farben und alles mögliche? Ihr seht, ich habe es gerade ziemlich gut ausgeleuchtet bei mir. Von vorne kommt auch noch ein bisschen Tageslicht. Also doch relativ gute, solide Bedingungen für so eine Videoaufnahme. Dann fallen mir natürlich noch Sachen ein, die ich eben im 72-Stunden-Testvideo vergessen habe. Das Kindle Fire 7 Zoll HDX Tablet hat natürlich ein Snapdragon 800 Quad-Core, 2,2 GHz, 2 GB RAM, basiert auf Android Jelly Bean 4.2.2. Da hat Amazon dann noch sein eigenes Zeug draufgepackt. Also kein Wunder, dass die Kiste so rennt. Also da ist hardwaremäßig ist da schon top of the pop.